Moin Freunde und willkommen zu diesem Breaking Video. Es gibt Neuigkeiten für all diejenigen von euch, die bei Bitvavo sind bzw. gerne in Zukunft dorthin wollten, denn dass man sich dort nicht mehr registrieren kann, ist ja bereits seit einigen Wochen bekannt. Heute aber wirklich der Paukenschlag. Und zwar stellen die ihre Tätigkeit in Deutschland, also ihre Dienste hier ein. Das heißt, ihr werdet nicht mehr in der Lage sein, dort Kryptos zu kaufen. Mittelfristig gesehen, wir werden auch gleich über die Daten sprechen, könnt ihr auch nichts mehr verkaufen. Kurzum, ihr könnt dort nicht mehr aktiv sein. Das heißt, all diejenigen, die jetzt bei Bitvavo gemeldet sind, haben dementsprechend jetzt die Aufgabe, sich umzuschauen, was gibt es jetzt für Alternativen. Wo kann ich in Zukunft meine Kryptos kaufen? Und wir werden über das ein oder andere Problem sprechen, das jetzt schon einigen aufgekommen ist. Vor allem aber werden wir uns mal dem Sachverhalt annehmen und wir werden uns mal die gesamte Story reinziehen. Los geht's nach dem Intro. Ja, Freunde, offen gesagt war Bitvavo so die Anlaufstelle für all diejenigen, die jetzt ganz neu im Crypto-Game sind. Natürlich gibt es noch Ausweichmöglichkeiten, über die werden wir auch gleich sprechen. Einige von euch sind auch auf anderen Plattformen Kunden und damit zufrieden. Aber ich muss sagen, generell hat Bitvavo eigentlich immer einen sehr soliden und seriösen Job gemacht. Deswegen war das schon jetzt ein bisschen überraschend. Dass keine Anmeldungen mehr möglich waren, hielt ich eigentlich so für ein kurzfristiges Ding. Ich dachte, vielleicht gibt es da irgendwelche Ungereimtheiten, die sie aber sicherlich aus dem Weg schaffen werden. Nun kam es richtig dicke und diese Nachricht habt ihr per E-Mail erhalten, falls ihr Kunde seid bei Bitvavo. Ab dem 10. Mai können unsere Kunden in Deutschland keine Kryptowährung mehr kaufen oder Einzahlungen vornehmen. Der Verkauf von Kryptowährungen ist bis einschließlich 31.07. noch möglich. Dies ist zudem der letzte Tag, um ihre Kryptowährung bei Bitvavo zu entnehmen. Sie entschuldigen sich für Unannehmlichkeiten und so weiter und so fort. Hier gibt es nochmal den ganzen Artikel von BTC Echo, die haben sich auch mit dem CEO unterhalten. Und zwar stellen sie die Dienstleistung bis auf Weiteres ein. Demnach habe die niederländische Kryptobörse ihren Antrag auf Krypto-Verwahrlizenz bei der BaFin zurückgezogen. Die Lizenz ist wichtig, um in Deutschland überhaupt operativ tätig zu sein. Gegenüber BTC Echo erklärte der CEO, wir bedauern, dass wir die strategische Entscheidung treffen mussten, den Service für deutsche Bürger einzustellen. Inwiefern ein mögliches Zerwürfnis mit den Regulatoren in Deutschland die Entscheidung beeinflusst hat, ist unklar. In der Vergangenheit gab es Vorwürfe gegenüber der BaFin, wonach die Behörde Antragsteller aufgefordert habe, Lizenzen zurückzuziehen und so weiter und so fort. Alternativen, oder hier das nochmal wichtig, vorhandenes Euroguthaben wird nach dem 31. Juli, also dieser Deadline, die wir hier sehen, bis dahin müsst ihr eben alles verkauft haben bzw. abgezogen haben, werden alle weiteren Gelder auf euer gekoppeltes SEPA oder Bankkonto zurückgeführt. Ich denke, das geht auch voll automatisch. Solltet ihr also noch irgendwelche Euro-Beträge auf eurem Konto haben, werdet ihr die automatisch auf euer Konto übertragen bekommen. Und BTC Echo gibt schon einige Möglichkeiten vor. Coinbase, Anycoin, Bitpanda und weitere. Also ich zeige euch vielleicht mal aus der wirklichen tagtäglichen Praxis, was ich euch empfehlen kann. Für all diejenigen, die vielleicht ganz neu dabei sind und auch jeder Typ kriegt jetzt von mir meinen Vorschlag, denn jeder von euch hat ja auch andere Ziele. Einige wollen einfach nur einmalig vom Konto einfach was einzahlen, das kaufen und liegen lassen. Ja? Andere wiederum wollen vielleicht besonders exotische Coins traden, besonders exotisch daran gehen und vielleicht auch regelmäßig mal was hin und her traden und so weiter. Also jeder muss jetzt einfach mal schauen, wo er sich angesprochen fühlt. Ansonsten gehe ich mal mit meiner ersten Anlaufstelle, die ich euch jetzt so aus dem Stegreif nennen kann, und zwar ist das BingX. Und wahrscheinlich auch die interessanteste Anlaufstelle für die meisten von euch ist eine Börse, die möglichst viel Angebot hat, also möglichst viele verschiedene Coins. Und da ist nicht nur im letzten Jahr, oder BingX ist nicht nur im letzten Jahr unser Partner gewesen, sondern dadurch, dass diese Partnerschaft da war, konnte ich die Börse auch wirklich in- und auswendig kennenlernen und kann euch einfach berichten, sehr solide, extrem sauberes Arbeiten dort. Ihr kriegt alle Gelder, die ihr eben abzieht, auch sofort. Es gibt da kein Hin und Her, es gibt keine seltsamen Ereignisse, die andere Börsen so betreffen, wie bei KuCoin, wo man dann irgendwie seltsame Nachrichten bekommt oder Accounts irgendwie eingefroren werden. All diesen Kram gibt es hier einfach nicht, ist mir zumindest nie zu Ohren gekommen. Wir haben hier eine in Singapur ansässige Plattform, die besonders viele verschiedene Coins hat, die vor allem ganz neu sind. Also vor allem gerade in diesem Meme-Coin-Hype, ja, da gibt es halt sehr, sehr viele Projekte. Also ihr glaubt gar nicht, unzählige Projekte. Schaut mal, hier ist der Balken. Es geht noch unglaublich weiter. Also das geht schon in Richtung Binance und KuCoin-Niveau, was wir hier an Möglichkeiten haben an Coins. Das heißt, falls ihr also sagt, hey, ich bin eher so jemand, der regelmäßig mal auch mal den einen oder anderen Zock macht. Ich möchte mal ein paar Exoten kaufen. Ich möchte da möglichst breites Portfolio haben. Dann ist, glaube ich, BingX die richtige Adresse.
Problematisch ist natürlich hier, dass wir hier kein Bankkonto im Sinne haben, wie das hier bei Bitwavo war. Da hattet ihr so ein Konto, das war dann direkt quasi euer eigenes Bankkonto, wo ihr Geld drauf zahlen könnt. Man kann auch bei Bingex SEPA einzahlen, allerdings ist das so, dass ihr dann kein eigenes Konto habt, sondern einfach eine Überweisung durchführt und sobald das Geld bei denen ankommt, wird es euch dann hier digital gutgeschrieben. Hierzu muss man allerdings verifiziert sein, das heißt, wenn ihr jetzt also meinetwegen 50 Euro einzahlen wollt, dann geht ihr fort, sondern ihr seht schon, ihr braucht da die Identitätsdurchführung. Das heißt, ihr müsst euren Account einmalig verifizieren. Ansonsten, wenn ihr nur Kryptos einzahlt und auszahlt, braucht ihr hier bei dieser Plattform zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme auch kein KYC. Das heißt, ihr könnt hier auf der Börse direkt aktiv werden, ohne dass ihr euch da groß verifiziert. Da aber viele von Bitwavo kommen und es gewohnt sind, dass man eben von einem Bankkonto eben irgendwo was überweist und dann damit arbeiten kann, empfehle ich euch, sobald ihr euch angemeldet habt, die Verifizierung durchzuführen und dann könnt ihr wie gewohnt eben von eurem Bankkonto hier Geld einzahlen und diverse Altcoins kaufen. Und vor allem haben die ja auch immer sehr, sehr viele Promotions. Ja, zuletzt haben die auch eine Partnerschaft mit Chelsea London oder sind sie eingegangen. Dann gibt es ja regelmäßig irgendwelche Belohnungen und so weiter. Also ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und der Ansprechpartner hier in Deutschland, der Jan, liebe Grüße gehen raus, falls du das zufällig siehst, Jan, ist auch wirklich extrem seriös. Also ich kann wirklich nur, ich werde dafür nicht bezahlt oder ähnliches, wirklich nur in hohen Tönen von BingX schwärmen und sagen, die machen das wirklich sehr gut. Ansonsten sprechen wir jetzt mal über die wohl naheliegendste Ausweichmöglichkeit für all diejenigen, die sich sagen, hey, ich möchte einfach nur jetzt irgendwie sowas ähnliches wie Bitwavo haben. Ich glaube, am ähnlichsten, und ich glaube, sie waren auch sogar schon deutlich vorher da, ist Bitpanda. Ein Dienst aus Österreich, wenn ich richtig informiert bin, die im Prinzip genau das Gleiche machen, was Bitwavo macht. Man kann dort eben ja, sich anmelden, sich verifizieren, dann hat man dort, glaube ich, auch ein eigenes Konto und kann dann eben ähnlich wie bei Bitwavo aktiv sein. Gleichzeitig gibt es dann hier auch noch solche Dinge wie Steuerreports und so weiter. Habe ich zumindest von euch gehört. Ihr merkt schon, ich selber bin kein Kunde bei Bitpanda. Ich war auch noch nie Kunde bei Bitpanda. Ja, ich habe irgendwie die Gebührenstruktur damals, als ich neu im Game war, nicht ganz so gut gefunden. Mag sich mittlerweile alles geändert haben. Aber das ist mal die Möglichkeit, die ihr wählen könnt, wenn ihr sagt, hey, ich möchte es einfach so ähnlich haben wie bei Bitwavo. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute werden zu Bitpanda wechseln, weil es im Prinzip genau das Gleiche ist. Optimal natürlich vor allem, wenn man sagt, ich mache eine Buy-and-Hold-Strategie, ich kaufe dort ein, lasse die Dinger liegen. Ich glaube, die haben auch eine Verwahrlizenz, dass die also ganz entspannt dann auch da sich darum kümmern, dass die nicht wegkommen, die Coins. Und auch Bitpanda bietet mittlerweile einen großen Umfang an verschiedensten Coins. Es gibt da alles Mögliche. Es gibt allerdings einige Probleme. Und da sprechen wir vielleicht auch mal über ein Problem, das gerade einige von euch bei Bitwavo haben. Ja, man kann sehr viele der Coins handeln, die es so am Markt gibt. Aber ihr werdet feststellen, dass ihr die auf Bitpanda oder auch eben bei Bitwavo nicht einfach auszahlen könnt. Einige Coins kann man dort auf der Plattform zwar handeln, aber nicht auszahlen. Und das ist sehr, sehr tückisch, weil dann habt ihr folgendes Problem. Beim Beispiel jetzt bei Bitwavo. Ihr habt da noch Coins liegen, die sind jetzt gerade im Minus. Ich meine, wir haben jetzt gerade eine extreme Bärenphase die letzten Tage und sicherlich wird der ein oder andere Altcoin von euch sicherlich im Minus sein. Jetzt seid ihr aber, falls der nicht auszahlbar ist bei Bitwavo, einige könnt ihr ja einfach auszahlen auf euren Ledger oder auf eine andere Plattform. Manche gehen aber nicht. Also ihr könnt einfach auf irgendeinen Icon klickt ihr, auf einmal steht da Auszahlung nicht möglich, weil eine Auszahlung eben nicht angeboten wird. Dann müsst ihr sie mit Verlusten verkaufen, habt dann Tether oder habt dann Euro und die müsst ihr dann irgendwo rüberfrachten und dann müsst ihr da den Coin neu kaufen gegen Gebühren. Sehr ärgerlich. Das ist aber wohl der einzige Schaden oder der Schaden, der jetzt denjenigen, die bei Bitwavo sind, bleibt. Vorausgesetzt, der Markt kommt nicht irgendwann doch nochmal in bullische Gewässer bis zum 31. Juli, weil bis dahin müsst ihr eben diese Coins auch mit Verlusten verkaufen. Ja? Und so ähnlich ist das bei Bitpanda auch. Es gibt ja einige Projekte, die durchaus interessant sind, die man auch dort kaufen kann, die ihr aber dann nicht auszahlen könnt. Also achtet auf diese Feinheit. Mag für viele von euch gar nicht interessant sein, weil ihr eh das Zeug da liegen lasst, aber falls ihr doch mal auf die Idee kommt, was auszahlen zu wollen, guckt einfach mal gleich vorab, ist der Coin auszahlbar? Kann ich den, wenn ich den bei Bitpanda gekauft habe, auf mein Ledger ziehen oder irgendwie auf ein eigenes Wallet? Und das ist zum Beispiel einer der großen Vorteile bei BingX. Hier kann man auf jeden Fall über 90% der Coins auszahlen. Das ist also hier in der Regel kein Problem. Und last but not least, das ist so eine Anlaufstelle, wo ich sage, die nutze ich persönlich jetzt schon seit knapp 10 Jahren. Ja, die sind wirklich seit knapp 10 Jahren am Markt, also Anycoin Direct, auch in den Niederlanden ansässig. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas mit Bitwavo zu tun haben, sind aber ein bisschen älter als Bitwavo
Und im Prinzip ist das hier so eine On-and-Off-Ramp. Das heißt, ihr registriert euch da, könnt euch dann da anmelden und könnt dann einfach direkt Coins kaufen oder eben auch verkaufen. Ja? Man kauft dann also beispielsweise Bitcoin, dann gibt man, nachdem man das hier gemacht hat, also man sagt, ich will jetzt für 1000 Euro Bitcoin kaufen, dann klickt man auf jetzt kaufen, dann loggt man sich kurz ein und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ihr lasst sie dann direkt bei Anycoin direkt liegen, die verwahren die dann für euch. Oder Möglichkeit 2, die ich jedem von euch ans Herz lege, ihr zieht es dann direkt auf den Ledger, zahlt ihr halt eine kleine Gebühr, geht ihr auf Fortfahren, gebt dann eure Bitcoin-Adresse an und sobald ihr dann von eurem Girokonto, die ihr bezahlt habt, schicken die automatisch die Bitcoin auf eure Adresse, die ihr hinterlegt habt. Das ist Anycoin Direct. Haken hier, die haben sehr häufig Aufnahmestopps. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist. Vorhin, als ich es probiert habe, ging's. Ihr müsst mal gucken, ob ihr als deutsche Bürger euch dort anmelden könnt, denn die haben ähnlich wie Bitvavo einige Probleme in Deutschland. Und von daher weiß ich nicht genau, ob man hier eventuell vom Regen in die Traufe kommt. Na, kann ja sein, dass hier auch irgendwann demnächst irgendein Gesetz greift, dass es ihnen untersagt, mit deutschen Bürgern Geschäfte zu machen. Die mittelfristig sichereren Varianten sind dann wahrscheinlich Bitpanda oder eben Bing X. Ja, das sind so meine Tipps für euch. Ich werde euch alle Börsen verlinken. Ansonsten, ja, würde ich mal sagen, echt unschön, aber kein Weltuntergang. Seid allerdings sehr vorsichtig. Ich habe auch schon gehört, dass es jetzt einige Phishing-E-Mails gibt, irgendwelche seltsamen Aufforderungen, dass ihr irgendwelche intimen Daten preisgeben sollt. Achtet bitte darauf. Nicht alle E-Mails sind automatisch fake, aber bitte achtet vor allem auf die Absender. Achtet darauf, dass ihr vielleicht lieber einmal mehr nachfragt. Ja, ich biete mich da gerne an. Schreibt mir gerne hier unten in die Kommentare rein oder folgt mir bei Twitter oder sonst wo, da können wir uns sicherlich austauschen. Ansonsten war es das für heute, Freunde. Kein Weltuntergang, trotzdem wichtiges Thema. Denke wichtig, dass wir einmal drüber sprechen. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr eure Coins ideal abziehen könnt, ohne irgendwelche Verluste zu machen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Tag, trotz allem. Wir sehen uns morgen schon wieder zum Zahlen, Daten, Fakten. Bleibt mir gesund. Bis bald.